Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fame or Shame. Und um den Fame kämpfen heute Peter und Sepp. Hallo. Jawohl. Hallo. Hallihallo. Hallo, hallo. Lange ist es her, die letzte Ausgabe. Für alle, die Regeln nicht mehr kennen. Ich stelle jetzt eine Frage oder ganz viele Fragen. Ihr könnt jederzeit buzzern und mich damit auch unterbrechen. Wenn es richtig ist, kriegt ihr einen Punkt. Wenn es falsch ist, kann der andere nachziehen und sich einen zweiten Punkt sozusagen dadurch theoretisch noch absnacken. Ihr seid ready? Ich bin ready. Ja. Sehr gut, dann geht's jetzt los. Fragen wurden natürlich wie immer vorbereitet von Sven. Also danke, Sven. Hass bitte ihm gegenüber, ha, wow. Falls ihr irgendwas, falls ihr beleidigt werdet, wer weiß. Herzlich willkommen zu einer druckfrischen Ausgabe Fame or Shame. Mit dabei bin ich der bescheidenste und schönste Moderator, den Team Pietsmeet bislang hatte, sowie die Kandidaten Petro Schmidt und Ingo Lenzen. Wo wir gerade bei Ingo Lenzen sind, können wir auch bei Trash TV bleiben. Jay ist zwar heute nicht dabei, für den ist Trash TV ja quasi wie ein zweites Zuhause. Auch für Verbrecher gibt es mehrere Arten von Zuhause. Für manche ist es der Knast oder der Gerichtssaal. Gerichtssäle und Trash TV lassen sich perfekt kombinieren. Schon in der Vergangenheit gab es häufig Sendungen, die fingierte Fälle vor Gericht behandelten. Fabian Sigismund, ehemaliger Liebling bei der GameStar, nahm beispielsweise bei Richter Alexander Holt teil. Die andere Richtersendung mit der rothaarigen Frau hieß wie? Peter. Nein! Richterin Barbara Salesch. Das ist korrekt. Yes! Richterin Barbara Salesch. Ich dachte, er trickst nochmal. Ja, der würde mich auch nicht wundern. Diese Fragen brauchen immer. Also, die nehmen 1000 Abzweigungen. Ich war die ganze Zeit Alexander Holt oder Barbara Salesch. Alexander Holt. Und dann sagt er Alexander Holt. Ich so, okay, was kommt jetzt? Okay. Dann ja wohl Barbara Salesch. Nee, dann kommt, welche Farbe hatte die, hatten die Haare oder was weiß ich? Auf welchem Sender lief das? Ich war die ganze Zeit bei Lenzen und ja. Partner. Auch eine andere Barbara solltet ihr auch kennen. Die moderierte 2020 den Deutschen Computerspielpreis und nahm dabei das ein oder andere Fettnäpfchen mit. Äußerst bekannt ist auch ihr Auftritt in jungen Jahren bei Harald Schmidt, der ganz schön ins Schwitzen kam. Harald Schmidt sollte euch Jungspunden hoffentlich noch was sagen. Der war quasi ein Late-Night-Dude wie Stefan Raab, nur vor Stefan Raab. Apropos Stefan Raab, da wart ihr ja auch. Für dich, Peter, das war bei TV Total vor etlichen Jahren, nur um deinem Gedächtnis kurz auf die Sprünge zu helfen. Weiß ich noch, haben leckere Sandwiches gekriegt. Zu TV Total gehörte auch Elton, der seine eigene Quizshow hatte, die wie hieß? Sepp. War das nicht Fame or Shame? Das ist falsch. Oh, du darfst nicht nochmal. Darfst nicht nochmal. Peter kann, wenn er möchte. Also er hatte bei TV Total seine eigene Quizshow. Ich weiß nicht, ob er noch eine eigene zusätzliche im Fernsehen hatte, aber ich versuche abzustauben mit Blamieren oder Kassieren. Blamieren oder Kassieren ist korrekt. Yes! Richtig. Das heißt, du kriegst noch einen weiteren Punkt. Die Frage, hätte Elton denn noch eine andere TV-Sendung gehabt? Ja, 1, 2 oder 3. Genau, und er hatte sogar, glaube ich, noch Elton zockt oder so, aber das lief ja alles nicht bei TV Total. Ah, die Frage war auch so gestellt, dass es um TV Total ging, okay. Genau. Aber Sepp, Fame or Shame ist unsere Abwandlung von Blamieren. Ja, das habe ich dann auch gemerkt, Peter. Ja, Abwandlung. Also wir haben den Namen geändert, so. Ja. Okay. Mittlerweile gibt es sogar Blamieren oder Kassieren XL. Direkt nach der Neuauflage von TV Total mit Sebastian Puffpaff. Lustiger Name, aber wir haben jetzt erstmal genug vom Fernsehen. Davon bekommt man ja viereckige Augen, hat meine Mama immer gesagt. Daher bleiben wir bei Videospielen, die sind nämlich wesentlich förderlicher und ich glaube nicht, dass die einem irgendwas Schlechtes wollen. Gerade ist mit Stray ein schönes Spiel mit einer Katze erschienen. In wenigen Wochen kommt die PC-Version mit einer menschlichen Spinne auf den Markt. Ende des Jahres folgt dann das lang erwartete God of War, für das Sven mit seinem Adonis-Körper selbstverständlich Modell stand. Wen beerdigen Kratos und Atreus? Peter? Die Mutter von Atreus. Absolut korrekt. Richtige Antwort. Ein Punkt für Peter. Ja, genau. Zu Beginn des Spiels von 2018. Das wäre die restliche Frage gewesen. Ja, stand da auch der Name bei? Weil den hätte ich nicht gewusst. Hier steht nur Atreus Mama bzw. Kratos Frau. Ja, okay. Na gut. Ja.
traurige Frage, daher machen wir weiter mit etwas Lustigem. Jays Gesicht beispielsweise. Ich das erinnere nicht, daran, das die Fragen lustig. Sind von Sven. Das ist auch traurig. Eigentlich meine ich den Roadtrip von euch, der vor kurzem stattfand. Natürlich habt ihr auch massenweise Videos dazu aufgenommen, die peu à peu auf YouTube hochgeladen werden und einen guten Einblick in eure Reise geben. Beispielsweise habt ihr Sets zu Game of Thrones besucht, aber das wäre ja jetzt schon wieder Fernsehen. Ihr habt komische Lebensmittel gegessen und wart in wankelmütigen Kajaks auf dem Wasser schippern. Dabei seid ihr auch Rennen gefahren, wer zuerst beim Kameramann ankommt. Dieser Kameramann hat aber auch festgehalten, dass einer von euch hardcore ins Wasser fiel und sich dabei fast die Nase brach. Wer? Ach komm! Alter, bin ich schnell. Dennis Brammen. Richtige Antwort. Bin ich schnell. Sehr wobei gut. Sogar unser Kameramann das gar nicht festgehalten hat, glaube ich, sondern nur Christian mit seiner Christian, GoPro. Christian, ja. Ja, da war Christian Kurz unser Kameramann. Ja, also war er auch früher immer, also passt das. Ja. Apropos Brammen. Der gute Mann war ja in der Vergangenheit immer sehr überfordert, wenn wir zu den Zungenbrechern gekommen sind. Hi. Da ich aber selbstverständlich viel besser darin bin, beweise ich euch das jetzt einmal. Das finde ich gut, Sven. So, lang schwang der Klang am Hang entlang. Wäre so ein Beispiel. Ebenso wie als Anna abends aß, aß Anna abends Ananas. Kinderspiel, sag ich ja. Langsam. Mein Liebling ist aber immer noch im dichten Fichtendickicht picken die flinken Im dichten Fichtendickicht picken die flinken Finken tüchtig. Naja, wo schwang der Klang lang? Keine Ahnung. Ich glaube, das kenne ich nicht mal. Das hat er auch gerade vorgelesen, oder nicht? Nein. Oder? Hat er? War nicht eins von ersten? Dann sag ich mal 5, 4. Am Hang? Am Hang, richtige Antwort. Oh! Das ist dein erster Punkt. Ja, ich hab's eben vorgelesen. Oh, lang schwang der Klang am Hang entlang. Ja, Peter. Lol. Okay. Ja. Okay. Also, das ist der erste Punkt für Sepp. 5-1 steht's. Immer noch für Peter. Und wir kommen endlich zur nächsten Frage. Das Schwierigste für mich wäre damit überstanden. Ab jetzt könnt ihr euch wieder schön blamieren. Quasi wie damals, als es um Tick, Trick und Track ging. Ach, da wird heute noch drüber gelacht, habe ich mir sagen lassen. Irgendwann werde ich die Frage nochmal stellen und schauen, ob ihr euch überhaupt merkt, was ihr hier lernt oder ob welche es da Frage rein überhaupt? Und da wieder rausgeht. Ja, Peter erinnert sich nicht mehr. Nee. Ich glaube, Peter war auch nicht dabei. Ja, okay. Vielleicht noch eine Best-of mal gesehen. Apropos reingehen. Als Moses die Tiere auf die Arche mitnahm, gingen ja immer mehrere pro Art auf das Schiff. Wie viele Exemplare pro Tierart nahm Moses mit auf die Arche? Peter. Ja, 2. Das ist falsch. Sepp, möchtest du beantworten? Wie viele Tiere pro Tierart? Also ein paar. Eins. Du sagst eins und das ist falsch. Damit geht ein weiterer Punkt zu Peter. Damit steht 6-2. Die richtige Antwort wäre gar keine, weil das war ja nicht Moses, sondern Noah. Oh mein Gott, ich hasse alles. Ach, dann habe ich mich auch schon gefragt, ob das einfach ein Fehler ist, aber okay. Da war Sven schon so nett und hat das mit Tick, Trick und Track eingeleitet mit der Frage und dann, nein. Ach, Leute, jetzt ändert sich die Frage wieder. Und ich sag auch noch so, das war doch gar nicht Moses. Oh mein Gott. Und dann dachte ich so, okay, ist vielleicht ein Fehler vom Ersteller, kann ja passieren. Tja, okay. Aufpassen, Leute. 6-2 für Peter. Nachdem wir jetzt alle herzlichst gelacht haben, legen wir diese mythischen Geschichten beiseite und gehen in Richtung Sport. Denn Sport ist, wie wir alle wissen, voll euer Ding. Würden wir nun Cricket behandeln, wäre Sepp im Vorteil. Bei der Formel 1 sehe ich hingegen Peter vorne. Nicht so wie die Kärtin sehe ich häufiger in der Bande. Eine Bande hat früher auch gerne Fußball gespielt, nämlich im Jahr 2003, basierend auf einer Kinderbuchreihe. Anscheinend gibt es davon auch ebenso viele Filme. Ich vermute mal, dass in den meisten die beiden Ochsenknecht-Kinder mitgespielt haben. Nenne einen von beiden mit ganzem Namen.
Peter. Heißt er nicht einfach Jimmy Blue Ochsenknecht? Es ist korrekt. Jimmy Blue Ochsenknecht. Sein Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht. Ich war schon in seiner Bar. Zu ja, echt, meinem den Junggesellenabschied. Heute in einem anderen Quiz habe ich den schon genannt. Ja, stimmt, heute, ne? Ja. Ja. Ja, super. War da auch Blue, wenn man in seiner Bar ist, Peter? Ja. Wie hieß denn der andere? Okay. Wie hieß denn der andere? Wilson Gonzalez. Okay. Wir waren Wilson aber auch alle schon Blue, als wir in die Bar gegangen sind, muss ich sagen. Das stimmt. Ach so. Okay. Liefen da auch seine Songs? Der hatte doch so mal so geile Songs. Der ich wollte doch mal der deutsche Justin Timberlake werden. Ich kein Augenmerk mehr legen. Schade. Ich meine, keine Ahnung. Natürlich war von den wilden Kerlen die Rede. Jeder hat in seinem Leben bestimmt schon einen Teil davon gesehen. Apropos Nein. Teil. Teilchen sind beliebt bei Beschleunigern, aber auch mittags beim Kaffee und Kuchen. Es gibt viele unterschiedliche Dinge, die man dazu essen kann. Beispielsweise die beliebte Zimtschnecke oder einfach ein Stück Käsekuchen. Mancherorts haben Lebensmittel allerdings auch verschiedene Begrifflichkeiten. Auf Twitter wird sich wöchentlich darum geschlagen, was jetzt Berliner, Krapfen oder Pfannkuchen sind. Doch wie nennt man in Berlin umgangssprachlich Brötchen? Peter. Schrippen. Schrippe ist korrekt. Da ist aber fies Sepp gegenüber, muss man sagen. Das ist ja richtig mies, ey. Also Berliner und Krapfen und so, das hätte ich ja noch hingekriegt. Brötchen heißen Schrippen hier. Je nachdem, wo du hingehst, darfst du nur Schrippen sagen, weil Brötchen haben wir nicht. Und was war das eigentlich mit Cricket vorhin? Das habe ich nicht verstanden. Habe ich auch nicht verstanden. Ja, scheinbar bist du ein Cricket-Profi, also wenn es nach Sven geht. Sven kennt dich gut, Sebastian. Weil ich ihn immer mit dem Schläger haue, deshalb. Also, ihr könnt ja gerne Sepp mal auf Instagram eine Direktnachricht schreiben und euch da so ein bisschen mit ihm über Cricket unterhalten. Ja, gerne. Gerne. Dem Tod von der Schrippe springen. Komm, das mit den Igeln. Man kennt's. Apropos Tod. Wenn die FDP weiterhin so agiert wie aktuell, ist unser Planet vermutlich schneller hinüber, als uns lieb ist. Irgendwie musste ich ja gerade den Bogen zur Politik bekommen. Naja. Statt umweltfreundlichen Maßnahmen flog zuletzt Friedrich Merz in seinem kleinen Privatflugzeug durch die Gegend, um Lindners Hochzeit zu besuchen. Dank des 9-Euro-Tickets waren aber auch viele nicht so gut betuchte Menschen vor Ort, die ihre Chance auf Freiheit nutzten und einen Ausflug in den Norden machten. Und selbst der eingangs erwähnte Puffpuff war da. Und mit da meine ich natürlich Sepp. Sylt. Ja, ich wollte das fortführen, was du jetzt vorliest. Meine ich natürlich, welche Insel? Oh! Sylt, richtige. Oh, das war doch gefragt. Okay, boah. Ich dachte, das wäre der Bait. Ich dachte auch, ich wollte warten bis zum Aber Ende. Aber ich muss jetzt mal ein bisschen Risiko gehen. Ich brauche ein paar Punkte. Stimmt. Ja, genau. Sepp hat 3 Punkte, Peter 8. Der klickt so schnell. Schnell hast gegambelt, alles richtig gemacht. Wo wir gerade bei Inseln sind. Mit dem Spruch, welcher Seemann liegt bei Nelly im Bett, könnt ihr euch die 7 ostfriesischen Inseln ganz einfach merken. Ähnlich wie der Spruch zu euren geliebten Planeten, den ihr vermutlich schon wieder vergessen habt. Natürlich. Oder es ist euch mittlerweile so peinlich, dass er ausgedruckt an eurer Wand hängt. Das neue Weltraumteleskop hat ja gerade neue Bilder veröffentlicht, auf denen Sterne und Galaxien in wahnsinnig guten Auflösungen zu sehen sind. Zu behaupten, wir wären alleine im Universum, wäre vermutlich vermessen, aber wenn wir uns jetzt darüber den Kopf zerbrechen, kommen wir zu gar nichts mehr. Deshalb sagt doch mal, welcher Planet ist der Sonne am nächsten? Merkur. Es hat ein bisschen gedauert, aber richtige Antwort, der Merkur. Sehr gut. Ich musste nochmal double checken, ob das wirklich hier mein Vater zeigt mir irgendwie jeden Samstag den Nachttempel oder sowas. Ja, genau. Das ja, ausgedruckt habe ich noch nicht, aber wäre eigentlich mal ganz nice. Nee, am besten direkt so ein Bild von dem Planeten. Ja. Wie ging der Merkspruch? Hat Sepp das nicht gerade gesagt? Das mein Peter. Vater zeigt. Nee, Moment, der gibt mir gar keinen Sinn. Zeigt jeden Samstag den Nachthimmel. Scheiße. Falsch. Sepp? Möchtest du? Mein Sepp. Vater erklärt mir jeden Samstag den Nachthimmel. Das ist auch falsch. Gibt es einen Planeten mit J?
Ah, Jupiter! Ja, Jupiter. Ja, natürlich, Peter. Der Spruch wäre, mein Vater erklärt mir jeden Samstag unseren, nicht den, Nachthimmel. Ah, unsere. Uranus. Uranus. Ja, genau. Ja, also, geht immer noch nicht. Leute, wir brauchen mehr Planeten. Scheiße, ich werd's nie lernen. Müssen wir noch häufiger machen. Ja. Das war jetzt wichtig, euer Wissen um Planeten wieder aufzufrischen. Nicht, dass die Leute wieder haufenweise 50 Fragen zu Planeten einreichen und ihr euch auf voller Lilie blamiert. 50 Fragen zu gehört ja zu unseren Premium-Formaten. Da haben wir einige. Wie Trials zum Beispiel. Die Thumbnails sind auch immer oberste Sahne. Einmal ein Danke, Bram, in die Kommentare. Ohne diesen jungen Mann würde so mancher Lachflash im Best-of fehlen. Worauf ich aber hinaus wollte. Wir haben ja nicht nur unsere Shows auf YouTube, sondern auch auf Twitch. Die haben alle unterschiedliche Namen und Regeln. Der Unterhaltungswert ist aber immer immens hoch. Manchmal spielen wir auch mit Gästen, weil ich weiß, was du nicht weißt, waren gerade auch zwei. Nenne einen davon, aber... Oh, was ist das, als ob du gedrückt hast? Scheiße, Peter. Da kam noch was dahinterher. Reese. Es ist falsch. Starlet Nova. Selbst das Starlet Nova, und das ist natürlich absolut korrekt, damit bekommst du einen weiteren. Natürlich, das sei eindeutig, dass sie das war. Nein, einen davon, aber nicht Reese. Ah, so die Frage 50-50, heute. Ich hab's mir schon fair gedacht, ey. 9-7 steht's für Peter. Der Schreiber der Frage hofft gerade, dass es nicht spielentscheidend war, sondern die ganze Sache nur spannender gemacht hat. Aber hey, bei der vorletzten Frage kann man das natürlich mal machen. Ihr dürft halt nicht zu schnell drücken. Nein. Dafür kann er ja nichts. Nichtskönner, so sagen böse Zungen, nehmen auch beim Anfang genannten Trash-TV teil. Eine böse Zunge spielt auch Grima aus Herr der Ringe. Da gibt's ja bald eine neue Serie zu. Zu ist auch der Vorhang für Breaking Bad auf Netflix, denn die Serie fliegt bald aus dem Programm. Und nein, ich bin doch gerade bei der letzten Staffel. Und bei Fame or Shame ist der Name Programm. Heute lief es ja auch eher mal so, wo wir gerade bei Mal sind. Das letzte Abendmahl ist eines der berühmtesten Wandgemälde der Welt und wurde von wem gemalt? Da Vinci natürlich. Das ist korrekt, richtige Antwort. Damit bekommst du noch einen Punkt, aber... Mann! Das war die letzte Frage. Unseren Fickhimmel! Das war spielentscheidend tatsächlich, denn Peter gewinnt diese Folge Fame or Shame mit 9-8. Yay. Herzlichen Glückwunsch, Peter. Ah, Peter war auch einfach schneller. Dankeschön. Heute, muss man sagen. Bei der letzten Frage habe ich auch nicht mehr geklickt. Das habe ich mir nicht, diese Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen, der safe Sieg. Taktisch klug, ja. Taktisch klug. Ja, herzlichen Glückwunsch, Peter. Und das war eine weitere Ausgabe von Fame or Shame. Schaut auch gerne bei den anderen Videos rein, die heute kommen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.